Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum dritten Teil einer kleinen Nachbetrachtung der Spiele in Essen als größte Veranstaltung aller Zeiten im Jahr 2023. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil. Ja, ich habe gedacht, komm, ich habe voll Lust drauf. Ich ergänze das gleich in einem dritten Teil, um euch die wichtigsten Informationen zu liefern rund um die Spiel in Essen. In einem ersten Teil habe ich euch Infos geliefert rund um die Pressekonferenz, Zahlen, Daten, Fakten, aber auch mit einigen Einspielern. In Teil 2 hatte ich auch die Möglichkeit, in die Neuheitenschau einzutauchen. Da gab es viele, viele, noch viel mehr Spiele zu sehen. Und in Teil 3 geht es natürlich auch um Spiele, es geht aber auch um die einzelnen Hallen. Weil ich habe die Möglichkeit, ein bisschen früher reinzukommen. Als Pressevertreter kommt man da ein bisschen früher in die Halle rein. So konnte ich auch im Vorfeld einiges filmen. Da merkt man, da ist ja gar nichts los. Aber wenn man da mal zuschaut, was um 10 Uhr los ist. Dann weiß man, da ist ein Andrang. Und das ist nicht nur in dieser Halle der Fall, das war auch in anderen Hallen der Fall, weil viele Zuschauer, viele Besucher wollen natürlich zu ihrem Lieblingsverlag, wollen zu ihrem Lieblingsspiel, wollen das je nachdem kaufen, wollen zu der einen oder anderen Promokarte, Disney Locana an dieser Stelle mal nur erwähnt, wo man 5-6 Stunden teilweise warten musste. Das war schon absolut verrückt, was da teilweise abging. Aber ich muss wirklich sagen, die Messe war grandios, die hat mir richtig gut gefallen. Und eine Orientierungsgröße ist nach wie vor die Verplayliste. Der eine oder andere folgt mir beispielsweise auf Instagram. Da gab es immer wieder den einen oder anderen Einspieler, auch während der Messezeit. Ich habe gedacht, das nutze ich als Medium. Mal schauen, ob ich das nächstes Jahr irgendwie auf YouTube mache. Es war einfach mal ein Versuch, der kam bei euch aber prima an. Aber ich habe auch die Möglichkeit genutzt, direkt auf der Messe das eine oder andere Kurzvideo zu erstellen, um euch da auch Infos zu liefern. Weil im Vorfeld der Messe habe ich über sehr viele Neuheiten berichtet und das soll natürlich auch im Nachgang so sein, auch wenn jetzt quasi meine Urlaubszeit zu Ende ist, aber jetzt zur abendlichen Stunde zeige ich euch natürlich gerne das eine oder andere Spiel und deswegen soll es jetzt den einen oder anderen Einspieler geben von diversen Spielen, diversen Verlagen, diverser Berichterstattung und ich glaube an dieser Stelle fangen wir einfach mal an mit Pegasus Spiele, weil die haben ein enorm großes Programm und in kurzer Zeit bekommt ihr die wichtigsten, knackigen Infos geliefert und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht, weil ich war in allen Hallen vertreten. Ich habe mir das wirklich angeschaut bis Sonntagabend und deswegen wünsche ich jetzt euch viel Spaß mit diversen Einspielern, diversen Informationen und habt einfach so viel Spaß wie ich und jetzt schauen wir einfach mal, was da alles kommt und deswegen beginnen wir mit Pegasus. Ja, hallo bei Pegasus hier. Hier sind wir jetzt bei den Kinderspielen gestartet. Wir haben hier Memo Mission, ein Spiel ab 6 Jahren, wo es darum geht, die Geschichten, die ausgelegt sind, in der richtigen Reihenfolge aufzudecken, die einzelnen Symbole. Wer als erster 10 Punkte hat, hat gewonnen, gibt auch noch Sonderplättchen. Dann geht es weiter zu Dori Dino. Dori Dino ist ein bisschen ein Geschicklichkeitsspiel. Hier geht es darum, da ist die schusselige Dori dabei. Die schubst die Eier herum und schubst sie aber in die falschen Nester und alle anderen versuchen das zu verhindern und in ihre Nester reinzubekommen. Je mehr das richtig landen, desto mehr Punkte gibt es natürlich auch. Dann geht es weiter, nochmal ein Kinderspiel ab 5 Jahren mit Snack Happens. Hier wirft man Steine zuerst in den Spielplan, der Spielplan ist in dem Fall die Spielschachtel und man darf sich dann eines dieser Teile nehmen, also man plündert den Kühlschrank und versucht sein Tableau zu füllen. Wenn dann mal was nicht mehr reinpasst, weil man schon zu viel davon hat, dann schmeißt man es einfach in den Mixer. Und wenn man 3 hat, kann man was anderes draus mixen. So, dann gehen wir Richtung Familienspieler. Hier haben wir das Same Game von Wolfgang Warsch. Ein kooperatives Spiel, wo es darum geht, die anderen mit seinen Begriffen möglichst hinzuweisen, was die Falle ist, damit sie nur jene Kategorien aufdecken, die nicht die Falle sind und somit möglichst viele Punkte für uns sammeln. Einen Schritt weiter geht es dann zu Imperial Miners, auch ein Familienspiel für bis zu 5 Leute.
Früher hatten wir Imperial Settlers, jetzt gibt es Imperial Miners. Hier geht es nicht gegeneinander, sondern wir erforschen die Wunder des Unterreichs. Jeder baut an Minen, jeder hat Zugriff auf alle Rassen. Und es gibt dann auch so schöne Technologiepläne, also Entwicklungspläne, auf denen wir noch gewisse Bonus uns holen können, wo wir auch immer wechseln von einem Plan zum nächsten. So, flott geht's weiter zur Schnitzeljagd für bis zu 5 Leute. Hier geht es darum, nicht zum Schnitzel zu werden, sondern geschickt die Karten auszuspielen. Man hat von Bär bis zur kleinen Maus 5 Karten auf der Hand, spielt eine davon aus, verdeckt, die werden dann aufgedeckt. Wenn da ein Tier dran ist und du bist alleine, dann darfst du ein anderes Tier versuchen zu fressen, sofern ein anderer Spieler die Karte hat, ist er raus aus der Runde. Wenn mehrere aber dieselbe Karte aufdecken, dann können sie sich nicht entscheiden, wen sie fressen, und die anderen sind sicher davor. Dann kommen wir rüber zu Havalandi, ein Spiel von Rainer Knizia, auch wieder für die Familie, bis zu 4 Leute können hier spielen. Hier hat jeder ein Ballongeschäft und versucht damit möglichst viele Punkte zu bekommen. Die Ballone werden zuerst am Boden ausgelegt, kann man sagen, und erst durch das Aufsteigen werden sie nochmal viele Punkte wert. Es geht darum, Gruppen zu finden, aber auch sie eben aufsteigen zu lassen. Auftragskarten runden das Ganze ab. In unserer Chronocops-Reihe geht es weiter mit Jules Verne Parallelwelt Paradoxon. Auch die anderen Chronocops wurden überarbeitet und hier gibt es wieder viele Rätsel zu lösen. Dann haben wir hier ein übersinnliches Wortspiel mit Ghostwriter. Hier teilt ihr euch in 2 Teams auf. In jedem Team gibt es einen Geist. Die beiden Geister kennen einen Begriff, der gesucht ist. Die anderen Teams stellen Fragen, wobei sie die verdeckt stellen. Die Teams der anderen kennen nur die Antworten. Und zwar wird hier Buchstabe für Buchstabe geschrieben und irgendwann sagt dein Team dem Geist: Hör auf, wir wissen, um was es geht. Das ist nämlich wichtig, nicht, dass das ganze Wort dasteht und die anderen schon so viel mehr Hinweise haben, als eigentlich gewünscht ist. Weiter geht es bei Spaceship Unity. Das hat ja heuer den Inno-Spielpreis 2023 gewonnen. Hier kommt jetzt die Erweiterung Season 1.2. Gibt wieder 6 neue Kapitel. Und neu sind auch Kampfkapitel, wo man schon hier im Aufbau sieht, dass es darum geht, auch zu kämpfen. Man hat Zielmarker und man versucht durch Würfelwürfe und eben durch Würfel nach dem Aktivieren der Waffen zu treffen. Bei dem Spiel des Jahres von 2021, Micro Macro, kommt jetzt der 4. Fall, der Showdown. Wieder viele neue Abenteuer oder viele neue Geschichten zu entdecken. Und dazu kommt auch noch eine Bonusbox, in der viele Fälle drin sind für die einzelnen, bereits erschienenen Karten, aber auch epische Fälle, die über alle 4 Pläne gehen. So, für das Spiel Port Royal, das vielen bekannt ist, vielleicht das Kartenspiel, bringen wir heuer das Würfelspiel raus. Hier geht es auch wieder für bis zu 5 Leuten darum, möglichst viel Punkte zu sammeln. Neu ist es, dass es über mehrere Kapitel geht und wieder dieser Push-Your-Luck-Mechanismus ist dabei. Wir sind ja heuer Pegasus 30 Jahre alt, da gibt es ein paar Sonderartikel, das ist zum Beispiel die Werwölfe Big Box. Hier sind alle Karten drinnen, die es bisher bei Werwölfe bei uns erschienen sind, und diese Karten sind Foil, also so glänzende Karten sind das. Auch vom Munchkin, unserem Dauerrenner, gibt es jetzt ein Super-Mega-Set. Das enthält alle bisher erschienenen Karten für Munchkin Fantasy, inklusive der kleinen Booster, und es sind auch neue Booster dabei. Dann haben wir hier Moon River. Das Ganze kann man etwas eingrenzen in die Welt von King Domino. Hier geht es wieder darum, Dominosteine zu platzieren. Jetzt sind die Dominosteine aber noch nicht zusammengebaut, sondern sie bestehen aus Einzelkomponenten. Man puzzelt sie so zusammen, wie man braucht. Man treibt hier Viehherden herum und versucht eben gut zu verteilen, weil wieder große Gebiete multipliziert mit der Anzahl der Kühen gibt viele Siegpunkte. Und es gibt auch hier noch Personen wie den Viehdieb, bei dem man Karten von Vieh von anderen Spielern stehlen kann. Dann hier auch nochmal aufgebaut von Istanbul, unserem erfolgreichen Spiel, gibt es ja heuer auch schon das Choose and Ride. Es geht wiederum darum, möglichst schnell an die Rubine ranzukommen. Bei Triquetta gibt es auch was Neues. Es gibt die Triquetta Hidden Wolves. Das ist eine kleine Erweiterung, wo jetzt so graue Blättchen schon dazukommen. Diese werden verdeckt in die unteren Ebenen der Stapel 2 bis 4 gelegt und werden wirklich verdeckt genommen auch. Das heißt, sie bleiben bis zum Ende des Spiels zugedeckt und erst dann werden sie aufgedeckt.
Welcome to New Las Vegas gehört zu dieser Welcome-Serie wieder dazu. In dem Fall geht es darum, Casinos zu betreiben, Casinos zu errichten, VIPs durch die Stadt zu transportieren. In dem Fall ist es jetzt ein bisschen auch ein Kennerniveau. Dann haben wir ja ein Spiel in der kleinen Schachtel für Familien, Five Towers. Jeder baut an 5 Türmen. Von jeder Farbe darf man nur genau einen Turm errichten. Man sieht schon hier, wie es aufgebaut ist. Die Zahlen sind immer absteigend zu nehmen. Ein paar Sonderkarten gibt es. An die Karten komme ich ran, indem geboten wird. Es werden 5 Karten aufgedeckt. Und es geht dann so, dass jemand bietet, wie viele Karten er aus der Reihe nimmt. Und die nächsten können dann auch erhöhen. Sie sagen, sie nehmen 2 Karten aus der Reihe oder 3. Und die müssen sie dann sofort verbauen. Bei unserem Spiel des Jahres Dorfromantik haben wir jetzt eine Variante raus. Und das heißt das Duell. Das ist jetzt ein Spiel für 2 Leute. Es geht gegeneinander. Ein Spieler deckt ein Plättchen auf, baut es in seine Landschaft ein. Der andere Spieler nimmt dasselbe Plättchen und baut sie in seine Landschaft ein. Es sind einige Module bei, wie Aufgabenkarten oder aber auch ein Tableau, auf dem nach einer gewissen Anzahl an Aufträgen, die du erfüllt hast, darfst du dir bestimmte Plättchen nehmen. Wer das als erster macht, hat mehr von diesem Bonus, der zweite nur weniger. Diese neuen Komponenten sind auch auf einem speziellen Schwanzbogen dabei noch. Den kann man auch reingeben in seine Dorfromantik, in das normale Grundspiel, und somit hat man doch auch neue Komponenten dabei. Bei Everdell geht es auch weiter. Jetzt ist die Erweiterung Mistwood rausgekommen. Die bringt einen Spinnencharakter. Unter anderem einen Spinnencharakter, den man reinnehmen kann, zum Beispiel im Solospiel oder auch im Spiel zu zweit, dann hat man noch einen neuen Gegner, der über Karten gesteuert wird. Sonst gibt es wie immer neue Tiergruppen und auch neue Karten für die einzelnen Erweiterungen. Ja, Revive ist unser großes Expertenspiel von heuer, im Sommer schon herausgekommen. Hier geht es eben darum, dass die Welt jetzt schon langsam auftaut und unsere einzelnen Völker breiten sich immer weiter aus auf dieser Welt. Ja, und jeder hat seinen eigenen Spielplan auch. Da gibt es Maschinen. Diese Maschinen versucht man immer weiterzuentwickeln und Fähigkeiten freizuschalten. Jetzt haben wir mal wieder ein Zweispielerspiel noch. Ein Kennerspiel in dem Fall, Match of the Century. Hier geht es um das Schachduell zwischen Spassky gegen Fischer. Und das wird über mehrere Partien ausgetragen. Man muss auf seine mentale Ausdauer achten. Und Bauern verstärken die Karte. Der weiße Spieler wechselt ständig zwischen jeder Partie und somit muss man auch die Karten einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung ausspielen. Wenn man eine Herausforderung verliert, darf man aber den Effekt der Karte nutzen, der andere bekommt aber nur den Vorteil, die Vorteilspunkte. Dann geht es hier weiter zu Black Hole Buccaneers. Ein flottes Spiel für bis zu 6 Leute. Hier geht es über 3 Runden. Wir haben einen Drafting-Mechanismus. Und wir sind Schrotthändler, die in der Nähe von schwarzen Löchern versuchen, möglichst viele Schätze einzusammeln. Das Problem ist nur, jede Karte hat ein Gewicht. Wenn man am Ende der Runde zu viel Gewicht hat, kriegt man gar nichts. Dann zu unserem Trick-Taking-Game, also unserem Stichspiel Cat in the Box. Hier ist das Besondere, dass die Karten zwar Zahlen drauf haben, aber keine Farbe. Diese Katzenkarten sind nämlich sogenannte Schrödingers Katzen. Erst wenn man sie ausspielt, bekommen sie eine Farbe. Das heißt auch, wenn man jetzt zu einem Stich zugibt und man möchte die Farbe wechseln, dann gibt man somit zu, dass man diese Farbe quasi nicht mehr auf der Hand hat und legt den Marker bei der entsprechenden Farbe von seinem Spieltableau weg. Wenn man mal nicht spielen kann, löst man ein Paradoxon aus und die Stiche, die man bereits gemacht hat in der Runde, sind dann leider Minuspunkte. Wenn man die Stichvorhersage erfüllt, kriegt man noch so viele extra Punkte, wie die größte zusammenhängende Gruppe von Markern auf dem Spielplan ist. Also hier gilt es wirklich zu schauen, welche Karten spiele ich wo, um Gruppen zu erreichen und möglich kein Paradoxon auszulösen. Bei Spirit Island kommt auch einiges Neues. Es gibt 3 neue Geister und es gibt die Spirit Island Schatzkiste, die viele Komponenten jetzt in Holz enthält und die einzelnen Geister sind jetzt auch als Glitzerkarten drinnen, so wie sie in der Kickstarter-Variante damals erschienen sind. Kommen wir hier zu Moorland. Beim Moorland geht es darum, jeder baut an seinem Moor, versucht möglichst viel Artenvielfalt zu erhalten. Und das läuft so, dass man sich eine Karte nimmt, die legt man sich vor sich hin. Dann schnappt man sich je nach Runde die entsprechenden Pflanzenarten. Zum Beispiel hier kann ich die Binse nehmen, weil ich zum Beispiel diese für diese Karte benötige. Je nachdem, wie viele Punkte auf einem Platz liegen, darf ich dann dementsprechend viele Marker hinlegen. Und kann dann diese Karten drüber bauen. Manche Pflanzen verwurzle ich, die bringen mir Siegpunkte. Andere kann ich weiterschwemmen über diese Wasserwege und kann sie dann für das Auslegen anderer Karten verwenden.
Aber Vorsicht, nicht zu viel haben von diesen Markern, weil sonst gibt es am Ende mal Minuspunkte. Oder auch schon zwischendurch. After Us ist ein postapokalyptisches Spiel. Hier ist die Menschheit schon verschwunden. Die Affen sind aber noch da. Und jeder verwaltet eigentlich so eine Affenbande. Man zieht von seinem Nachziehstapel 4 Karten und legt diese in einer beliebigen Reihenfolge aus. Je nachdem, wie man sie auslegt, entstehen geschlossene Boxen, denn nur diese darf man auslegen. Hier bekommt man Ressourcen, Batterien, kann diese gegen Siegpunkte umtauschen oder auch Sondereffekte ausführen. Am Ende einer Runde deckt jeder noch ein Plättchen auf, das beschreibt einen Sondereffekt und welche Art von neuen Affen er anlocken möchte. Hier gibt es zum Beispiel die Gorillas, die erzeugen Zorn und können somit andere Affen aus dem Deck vertreiben. Somit kann man sein Deck auch optimieren. Oder auch die Schimpansen, die Effekte nachahmen können, die bereits gespielt wurden. Dann kommen wir zum Kennerspiel von Hall Games von Benjamin Schwer. Hier können bis zu 4 Leute spielen. Hier geht es darum, Djinns einzufangen. Wir sind Magier. Wir versuchen, die Djinns zu erwischen, in Flaschen zu stecken und den Korken drüber zu setzen. Das gibt uns Siegpunkte. Hier gibt es viele verschiedene Mechaniken, die einander greifen. Zum Beispiel, dass man Ausrüstungskarten bekommt, die einem helfen. Oder man wirbt andere Magier an, die einem vorübergehend Magiepunkte geben, um eben die Djinns einfangen zu können. Bei Robinson Crusoe erscheint jetzt eine Deluxe-Edition. Da sind sämtliche Komponenten, wie es sich schon in der Schatzkiste gegeben hat, in Holz dabei. Und ganz neu sind die Miniaturen aus Plastik und ein Einführungsszenario, das an dieses doch sehr komplexe kooperative Spiel heranführt. Das heißt, man braucht nicht sofort alle Regeln zu können und kann sehr viel schneller losspielen. Auch in Bezug auf Escape-Geschichten hat Pegasus etwas Neues im Sortiment. Das sind einerseits die Mini-Escapes. Hier sind solche Faltbögen dabei. Wir haben hier einen kleinen Einführungsfall. Dazu braucht man eine Webseite und die fordert einen auf, dann aufzuklappen. Hier kommen Geschichten dazu und man muss eben Rätsel lösen. Dann, auch im Bereich Rollenspiele gibt es Neues. Jetzt erschienen ist das Avatar Legends, natürlich auch mit Würfelset und dem entsprechenden Kampfkartendeck, um sofort losspielen zu können. Humblewood, das aus der 5. Edition beruht, ist ein Kampagnen- und Settingbox, wo man auch gleich losspielen kann, mit sehr knuffigen Charakteren, sage ich mal, auch schön. Und auch bei Cthulhu gibt es viele neue Dinge, unter anderem auch die Einstiegsbox. Sehr gut wird herangeführt, man probiert selbst zuerst die Abenteuer aus und dann geht es eben sofort zum Losspielen. Auch bei unseren Partnern gibt es einiges Neues. Bei Schuss gab es Poesie zum Beispiel, gibt es das neue Partyspiel Jetzt mal Butter bei die Fische. Und auch natürlich die Stadt lang Klugscheißer und andere Editionen sind bei uns immer noch hoch im Kurs. Auch bei Hidden Games geht es weiter mit den Rätselgeschichten, also den Krimifällen. Zum Beispiel Unter Verdacht ist neu. Da geht es auch in Richtung Comic-Style ein bisschen, wo man auch anhand der Bilder ein bisschen deduzieren kann, was passiert ist. Natürlich darf man nicht unsere Deadly Dinners vergessen. Hier haben wir auch schon mittlerweile 4 Stück. Vom roten Teppich ins Verderben bis zum tödlichen Versprechen. Path of Civilization ist ein Zivilisationsspiel, bei dem alle Spieler zur gleichen Zeit spielen. Es gibt 6 Phasen und die will ich euch eben ganz schnell vorstellen. Als erstes hat man 5 Karten und von diesen 5 Karten wählt man 4 Karten aus und eine Karte wird abgelegt. Ich habe hier schon mal eine etwas fortgeschrittene Technologie genommen, damit ich euch ein bisschen mehr zeigen kann. Als nächstes wird geguckt, hier bei B werden Würfel eingesetzt. Diese Würfel sind Agenten. In dem Fall wird er zum Beispiel hier oben in diesem lilafarbenen Tray eingesetzt und kann nachher eingesetzt werden, um Wunder zu kaufen. Gut, das heißt, wir haben einmal hier den Philosophie-Track, wenn hier entsprechend Marker drin sind, 2 Stück. Dann gebe ich die wieder zurück, er kann aufsteigen und man darf sich die angucken, was es gibt, entscheidet sich für einen. In dem Moment will er halt, dass hier der Technologietrack um einen hochgeht und alle folgenden Spieler müssen genau das mit benutzen. Als nächstes wird geguckt, geht die Schlacht los um die Weltwunder und um die Anführer. Hier ist es so, wenn 2 Spieler zum Beispiel jetzt auf die gleiche Karte gehen, dann sieht man, es ist eine blaue Karte und man sieht jetzt hier auf den Spielerboards, dass der Spieler blaue Karte an Nummer 2 hat und der andere Spieler dies auf Platz Nummer 4 hat. So, dass der helle Spieler gewinnt und der lilafarbene Spieler, die Würfel gehen zurück und er kann sich jetzt entscheiden, ob er für die nächste Runde mehr sammeln möchte oder ob er eine andere Karte wählen möchte. Wenn er die Karte gewonnen hat, legt er sie oben bei sich ab oder aber, wenn es ein Anführer sein sollte, der Mechanismus ist der gleiche, wird die Karte hier in die Mitte abgelegt. Es gibt immer nur einen Anführer, sobald ein neuer Anführer kommt,
geht der alte Anführer auf den Friedhof. Es gibt auch Anführer, die geben halt nicht nur wie hier, wenn er lebt, Vorteile, sondern auch, wenn er gestorben ist. Dann kommen wir hier wieder, wie man sieht, haben wir jetzt die Phase C abgeschlossen, kommen wir in Phase D. In Phase D haben wir die Technologiepunkte. In dem Moment würde halt ein roten und ein braunen Technologiepunkt kriegen. Und diese Technologiepunkte kann er jetzt auf dem großen Technologiemarkt wieder einsetzen. Er kauft sich jetzt also Bogenschießen, legt diese Karte hier oben für sich hin, zahlt den roten Technologiepunkt, den das gekostet hat. Man sieht es hier oben. Und er bekommt sofort den Bonus, der hier angegeben ist. In dem Fall das militärische Erbe, was man hier sieht von diesem Spieler, steigt um 1. Wenn er das gekauft hat, sich den Bonus genommen hat, dann kommt nur noch das Endergebnis, also das Endereignis von dieser Runde. Das kann sein, entweder ein Ereignis, wo zum Beispiel steht, dass alle Spieler, die ihre Technologie auf 0 haben, sie auf 1 erhöhen können. Und dann nur für die Spieler, die hier ihre Würfel mit drin haben, ihre Agenten, ihre Weisen, für gelbe Karten und Würfel der eigenen Farbe hier drin gibt es Siegpunkte und die Hälfte bekomme ich nochmal als Technologiepunkte. Das gleiche ähnlich beim Krieg, habe ich gerade gesagt, es gibt das militärische Erbe, was steigt und wenn ich hier noch Cubes drin habe, dann bringt mir dieser Cube, wenn der auf 1 ist, noch 2 zusätzliche Punkte, das heißt, ich gehe auf 3 und er würde jetzt halt den ersten Platz besiegen, die erste Belohnung kriegen und der andere Spieler wäre auf den zweiten Platz und würde dementsprechend dann die Belohnung von 2 kriegen. Es gibt noch die Bedrohung von außen, die einen ein bisschen ärgert, die ja so sein kann, dass die auf Platz 2 ist und der Spieler erst auf Platz 3 und das Spiel geht über 9 Runden und in der letzten Runde gibt es nur noch ein Event und ein Krieg und da gibt es Siegpunkte und dann ist das Spiel vorbei. Es gibt über 2000 verschiedene Möglichkeiten am Anfang aufzubauen, weil es hier unglaublich viele Karten gibt für die Events und für die Konflikte, so dass es, wie ein Spieler sich gehört, immer wieder neue Startaufspielungen und immer neue Herausforderungen gibt. Viel Spaß dabei! Hier ist die neue Wasserwelten-Erweiterung für Arche Nova. Die besteht aus unterschiedlichen Modulen, die aber alle super kombinierbar sind und die Intention ist auch, alle zusammen zu spielen. Zum einen haben wir hier das Verbandstableau mit einer neuen Universität, die wir auswählen können. Die Zuchtbuch-Universität, mit der man jetzt auch Tierklassensymbole vom Board besorgen kann. Dann gibt es die namensgebenden Wassertiere, die zum Teil Riffbewohner sind und sich gegenseitig unterstützen. Beheimatet werden sie in neuen Aquarium, was jeder Spieler bauen kann. Dazu gibt es neue Endwertungskarten mit neuen Zielen, auf die man spielen kann. Wir haben neue Bonusplättchen, die jetzt die Besonderheit haben, dass man sie gar nicht sofort benutzen kann, sondern zunächst bekommt und zu einem späteren Zeitpunkt für ihren Effekt benutzen kann. Wir haben für die Optik neue Meeples dabei, die die Marker ersetzen, die wir vorher drin hatten und einfach wunderbar aussehen, diese hier für das Unterstützen von Artenschutzprojekten gedacht sind. Und last but not least, 20 neue individuelle Aktionskarten, von denen jeder Spieler 2 bekommt und somit das Spiel asymmetrischer gestaltet, mehr Abwechslung gibt und einfach noch den Wiederspielreiz weiter erhöht und hoffentlich jedem viel Spaß bereitet. Ich bin Felicitas Pommerening und das ist Epi, mein erstes Spiel, das ich geschrieben habe. Eine Mischung aus Spiel und Buch, erscheint im Lookout Verlag und man rätselt sich mit Spielkarten durch eine interaktive Geschichte. Epi ist die Hauptfigur dieser Geschichte. Epi erhält man auch als Karte und dann entscheidet man, was macht Epi überhaupt. Man legt Epi zum Beispiel mal hier an und dann kann man hier in diesem rot schraffierten Text finden, was jetzt passiert. Mit einer Rotfolie kann man dann den Text lesen. Der ist so schraffiert, damit das nicht gespoilert wird. Und dann muss Epi entscheiden, was mache ich als nächstes. Welches Familienmitglied lerne ich kennen? Und natürlich stellen sich Rätsel. Epi will nämlich gerne ins Weltall fliegen. Und dafür braucht er Hilfe von der Familie. Man kann frei wählen, zu welcher Location gehe ich als nächstes, was mache ich als nächstes. Und natürlich passiert
allerhand, was sich Epi in den Weg stellt. Und vor allem fragt sich Epi, wer oder was bin ich eigentlich? Epi ist nämlich hier im Keller von der Familie Palstick aufgewacht und weiß gar nicht genau, warum eigentlich, was ist bisher passiert, warum bin ich eigentlich durchsichtig und wie kann ich es schaffen, durchsichtig zur ESA zu kommen und als Astronaut dort aufgenommen zu werden und ins Weltall zu fliegen, weil das ist, was Epi möchte. So, hier haben wir unser neues Spiel, Figurata von Thomas Singh, der ja auch die Crew des Kennerspiels Jahres gemacht hat, nach unserem Erstlingswerk Jomo von Michael Palmer und Lukas Zach, die auch Preisträger jetzt sind. Diesmal geht es allerdings mit Körperertüchtigung, ich würde mal sagen Gruppenpartyspiel. Man muss diese hier schön zu sehenden Strichmännchen mit vollem Körpereinsatz den anderen Mitspielern nahebringen. Und zwar wird das zufällig bestimmt. Wir haben hier so Auswahlkarten. Ich zeige euch mal gerne kurz ein Beispiel, was ich euch so zeigen darf. Wartet mal. Ah ja, das könnte gehen. Achtung! Ja, das ist manchmal auch ein bisschen interpretationswürdig, aber ich glaube, ihr seid draufgekommen. Ich habe volles Vertrauen zu euch. Was möchtest du? War es die 10? Nein, doch, es war die 10, logisch. Wollt ihr noch eins? Ich probiere noch eins. Warte mal, das ist hier spannend. Das demonstriert, dass man nicht immer nur den ganzen Körper nehmen kann. Da wurde ich immer gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Aber ich habe vollstes Vertrauen, dass ihr es erkannt habt. Wie gesagt, unser zweiter Titel nach Jomo. Das Video ist auch schon online. Schaut euch das gerne an. Jetzt Figurator von Thomas Singh bei uns bei 10 Traders. Hier ist Maldivia von Roberto Fraga, erschienen bei Zoch Spiele. 2 bis 4 Spieler, empfohlen ab 8 Jahre. Wir spielen auf einem Spielplantuch, das man nach und nach zusammenfaltet und das Spielfeld wird immer kleiner. Wir sammeln Fische mit unseren Fischerbooten und versuchen sie an den Handelsschiffen abzuliefern, um Punkte zu sammeln. Die Runden werden von uns vorher programmiert und wir versuchen, unsere Pläne aufgehen zu lassen. Das hier ist Stich für Stich von Markus Leon, erschienen bei Zoch Spiele. Das Spiel ist für 3 bis 4 Spieler ab 10 Jahre. Einer der Spieler übernimmt die Rolle eines Mitwissers und weiß, wer Täter und Tatwaffe sind, und der Täter sticht jeden Stich. Die Spieler versuchen, über die Stiche herauszufinden, wie der Tathergang war, und bekommen Punkte, je schneller sie der Sache auf den Grund gehen. Ein Stich- und Deduktionsspiel, das etwa 30 Minuten dauert. Die Perlen des Poseidon von Johann Go ist erschienen bei Zoch Spiele. Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Es dauert etwa 30 Minuten und in diesen 30 Minuten versuchen wir, mithilfe eines Stempels, Gegenstände in Poseidons Graben zu finden. Neben jedem Gegenstand verbirgt sich eine von Poseidons Perlen. Wer sie findet, wird mit wertvollen Poseidon-Talern belohnt. Und die anderen Spieler müssen herausfinden, wie die Perle denn heißt, je nachdem, neben welchem Gegenstand sie versteckt ist. Das Spiel ist ein Stempel- und Deduktionsspiel, illustriert von Volko Strese, erschienen beim Zoch Verlag. Die Patin von Pim Thunborg ist ein Strategiespiel, erschienen beim Zoch Verlag. 2 bis 5 Spieler ab 12 Jahre versuchen in 60 bis 150 Minuten Kontrolle über Beastie Town zu erlangen. In jeder Runde versuchen wir mithilfe unserer Handlanger neue Gebiete unter unsere Kontrolle zu bringen und die 5 Missionen zu erfüllen. Nach und nach errichten wir Hinterzimmer in einzelnen Geschäften, sammeln Beute und platzieren Ratten als Wachen an Gullis. Sowohl Geschäfte als auch Missionen bringen uns Prestigepunkte und sorgen dafür, dass wir nach 5 Spielrunden das Spiel gewinnen. Und somit die Overlady von Beastie Town werden. Volles Fass voraus von Jean-Simon Migoni ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahre. Es ist erschienen beim Zoch Verlag und dauert etwa 40 Minuten. Unsere Handelsschiffe fahren von Hafen zu Hafen und sammeln zuerst Fässer auf. An jedem Hafen positionieren wir unser Boot auf einem von 4 möglichen Ankerplätzen und kriegen dementsprechend Aktionen. Wer seinen Zug
wer sein Schiff weiter im Westen aufstellt, darf den Hafen zuerst wieder verlassen, aber im Osten gibt es oft lukrativere Deals. Später im Spielverlauf verkaufen wir wieder unsere Fässer von unseren Booten, um Dublonen zu sammeln, denn diese bringen am Ende den Spielsieg. Die Fässer richtig auf das Deck zu lagern, ist die große Herausforderung, denn nur Fässer, die leicht auch abgeladen werden können, können verkauft werden. Unterwegs sammeln wir Matrosen und Schätze, um uns Vorteile zu verschaffen. Nachdem wir die drei Zonen hinter uns gebracht haben, gewinnt der Spieler mit dem meisten Geld das Spiel. Reif für die Insel von Rainer Knizia ist ein Auktionsspiel für 3 bis 6 Spieler. Ab 8 Jahren ist es empfohlen und erschien beim Zoch Verlag. In etwa 45 Minuten versuchen wir mithilfe unserer Affenbande an Bananen zu kommen. Die Bananen sind unterschiedlich reif. Die braunen Bananen können bereits am Anfang des Spiels gefuttert werden, während grüne Bananen erst auf unserer Insel heranreifen müssen. Papageien kommen auch noch in das wilde Treiben und versuchen uns, bereits gewonnene Bananen wieder wegzuschnappen. Und bei Unwetter muss alles wieder sehr schnell gehen. Wer am Ende von 3 Saisons die leckersten Bananen verputzt hat, gewinnt das Spiel. Rookie von Game Division, das Memo-Spiel für die Freunde oder die Familienrunde. Versucht euch die Paare so gut wie möglich zu merken und holt mit der X-Karte gefundene Paare bei euren Gegnern. Ihr könnt bei Rookie im Kids-Modus spielen und das Klauen weglassen oder als Teams spielen und bei euren Partnern gefundene Paare sichern. Es macht Spaß, weil es einfach ist und sehr schön designt ist. Wolfpack, das fiese Punktespiel von Game Division, macht Spaß in der Familien- und Freunde-Runde. Es besticht durch seine Einfachheit, die verschiedenen Action-Karten und macht einfach Spaß auf die nächste Runde. Weil hier muss man wirklich gemein sein. Für 2 bis 5 Spieler geeignet, macht es in einer halben Stunde bis zu einer Stunde sehr viel Spaß und bringt garantiert fiese Lacher mit sich. Viva, das farbenfrohe Spiel von Game Division. Hier geht es darum, Karten so schnell wie möglich abzulegen. Habt ihr die letzte Karte abgelegt, ergattert ihr eine Siegpunktkarte und dürft die Karten nochmals neu mischen. Die nächste Runde beginnt. Ein schnelllebiges, farbenfrohes Kartenablegespiel von Game Division. Among Cultists ist ein Social Deduction Thriller für 4 bis 8 Spieler, dauert 45 bis 90 Minuten, meistens nur 60 Minuten, wenn man die Regel einmal raus hat. Und es sind 8 Sprachen sind bereits drin, da kann man also mit jedem auf den Tisch springen. Wir haben es in der Schule mit Schülern gespielt, die waren 10 Jahre alt und die kennen zwar gar keine Brettspiele, die kennen aber alle Among Us und die kamen halt sofort gut rein und die haben gelogen und betrogen und Diskussionen geführt wie die Erwachsenen. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist ein sehr, sehr kommunikatives Spiel, wo die Ermittler versuchen herauszufinden, wer überhaupt die geheimen Kultisten sind. Und 1 bis 2 Spieler sind Kultisten, sind Verräter und die wollen das Spiel sabotieren. Das heißt, die wollen uns daran hindern, dass wir Punkte machen. Die möchten insgeheim Spieler am Tisch umbringen. Und wir als gute Ermittler müssen natürlich verhindern, dass das passiert. Das heißt, wir müssen in die verschiedenen Räume gehen, müssen Punkte generieren, damit nichts Großes, Altes auch heute erwacht. Und parallel können wir auch herausfinden, was in den Räumen so los ist. Denn wenn ja Sabotagekarten auftauchen, würde die da wahrscheinlich jemand reingebracht haben. Das heißt, wir können im Prinzip hier sehr deduktiv arbeiten, wir können sehr kommunikativ miteinander umgehen und kein Spieler fliegt ja jemals raus. Es gibt keine Player Elimination. Alle Spieler, die ja tot sind, werden quasi zu Geistern. Und wer ein Geist ist, ist weiterhin im Spiel, hat aber keine Begegnungen mehr. Das heißt, der ist für die Guten sogar von Vorteil, weil er nicht mehr so gefährlich ist. Und gleichzeitig weiß man auch, das ist ein guter Spieler. Das heißt, dem kann ich ab jetzt vertrauen. Und aus diesem Grunde, ja, kann man hier sehr, sehr viel machen. Wir haben auch noch 2 Expansions für das Spiel. Das heißt, man muss auch nicht nur auf der Universität rumlaufen, sondern man kann eben auch woanders spielen, zum Beispiel auf einem Hafen. Da kann man dann noch, passieren andere Dinge, zum Beispiel können Tentakel aus dem Wasser ausbrechen. Oder im Mountain of Chaos zum Beispiel gibt es Drehtüren und Fahrstühle, die einem helfen können, aber eben manchmal auch nicht, wenn der Strom ausfällt leider. Das heißt, hier ist sehr, sehr viel Abwechslung dabei. Außerdem haben wir noch eine Partybox, eine kleine. Da sind 10 Blanko-Charaktere drin. Und da kann man seine Fotos draufkleben und kann seine ganze Familie und seine Freunde selber mit reinbringen. Und dann kann jeder sich selber spielen. Und das ist immer ein ganz besonderer Spaß, weil eine ganz persönliche Ebene mit reinbringt in das Spiel. Willkommen bei Snake, dem Flip and Ride Spiel für 2 bis 6 Spieler.
mit Solo-Modus inkludiert. Das ist das erste Net-Positiv-Spiel. In Snake schlüpfen die Spieler in die Rolle einer Schlange und ziehen dann nach und nach mit ihrer Schlange übers Spielfeld und versuchen möglichst viele frische Äpfel zu erlangen, die da über das Kartensystem immer wieder ins Spiel gelangen. Umso mehr Äpfel ein Spieler auch frisst, umso länger wächst er. Und bei 30 Feldern wird dann das Navigieren auf dem Spielbrett besonders herausfordernd. Dafür helfen natürlich diese speziellen Fähigkeiten, die man nach und nach erlangen kann. So ist es mir erlaubt, mit diebisch Äpfel auf gegnerischen Spielbetten zu stehlen oder mit Schwimmen auch auf Wasser stehen zu bleiben. In dem Spiel sind 4 verschiedene Spielmaps inkludiert mit besonderen Challenges. In der hier ausliegenden Spielmap haben wir den Fuchs, der im Wald sitzt, und da darf ich natürlich erst mich in den Wald getrauen, wenn ich auch wirklich groß genug bin. Andernfalls frisst mich der Fuchs und ich scheide aus.
Ich hoffe, die Art und Weise hat euch gefallen. Das eine oder andere kann man sicherlich verbessern. Das war einfach mal ein Versuch, weil ich berichte euch ja über die einzelnen Spiele. Im Vorfeld habe ich über viele Neuheiten berichtet, über diverse Presse-Events, wo ich vor Ort war. Habe euch heute Tipps gegeben zu den Spielen, die ich bereits gespielt habe. Und natürlich kommen da jetzt noch weitere Spiele, weitere Videos und da habe ich richtig Lust darauf. Und es gibt wirklich einige Titel, wo sehr viel Spaß machen und da wird es Zeit, natürlich euch einzeln die Spiele vorzustellen. Das werden mal mehr, mal weniger Videos, je nach Zeitfaktor. Natürlich ist ein verrücktes Hobby, was ich hier pflege, aber das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir spielen nach wie vor sehr vielen unterschiedlichen Gruppen und deswegen kommen natürlich auch jetzt über die nächsten Wochen durchaus einige Videos mit vielen Tipps und dazu wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Ich hoffe, die längere Nachbetrachtung hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich habe gedacht, ich fasse das nochmal zusammen, weil durchaus neue Besucher regelmäßig nach Essen kommen und die informieren sich beispielsweise auch gerne vielleicht anhand dieses Videos. Ansonsten wünsche ich jetzt euch eine gute Zeit auf jeden Fall. Spielt genauso viel wie ich. Ja, das kann nicht jeder, kann ich ja auch nachvollziehen, aber ich versuche euch auf jeden Fall das Wichtige zu liefern und deswegen sage ich jetzt auch an dieser Stelle danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.